Ich brauche dringend einen Spezialisten für Medienrecht oder so. Dieses Medienrecht, was ist denn das eigentlich? Die Antwort gibt's jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Videos zum Thema Recht interessieren, lasst einfach ein Abo da. Das Medienrecht ist kein spezielles Rechtsgebiet, für die es nur ein Gesetz gibt. Es ist eine Querschnittsmaterie, das durch viele Gesetze geregelt wird, aus den Bereichen unter anderem des öffentlichen Rechts, des Straf- oder auch des Zivilrechts. Häufig geht es da um Presse, es geht um Rundfunk, Film oder Multimedia. Die wichtigsten Gesetze des Medienrechts sind neben dem Grundgesetz das Urhebergesetz, das Kunsturhebergesetz oder auch das Telemedien- oder das Markengesetz. Ausgangspunkt für die recht querverteilten medienrechtlichen Vorschriften ist das Grundgesetz. Es enthält in Artikel 5 die sogenannten Kommunikationsfreiheiten, namentlich der Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit, der Presse- und Rundfunkfreiheit und der Kunstfreiheit. Doch auch das Briefgeheimnis genießt in Artikel 10 grundrechtlichen Schutz. Häufig stehen Interessenabwägungen im Mittelpunkt. So muss beispielsweise abgewogen werden, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausgestaltung als Recht am eigenen Bild schwerer wiegt oder die Kommunikationsfreiheiten aus Artikel 5 Grundgesetz. Ein interessantes Thema ist beispielsweise das Recht am Bild eines Verstorbenen. Dem Thema haben wir ein eigenes Video gewidmet, das habe ich euch hier oben verlinkt. Typische medienrechtliche Ansprüche sind solche auf Unterlassung, auf Beseitigung, auf Gegendarstellung oder auch auf Schadenersatz materieller oder immaterieller Art. Das Medienrecht erlebt im Zuge der Digitalisierung einen Wandel und ist mehr und mehr mit den Materien des Internetrechts verknüpft. Was Internetrecht ist, klären wir in einem weiteren Video. Auf Plattformen wie YouTube und Facebook werden täglich millionenfach Urheberrechte verletzt. Den Rechten von YouTubern und Facebook-Nutzern sowie auch Themen, was YouTuber und Co. schon immer mal wissen wollten, werden wir uns in speziellen Videos widmen. Fazit: Das Medienrecht befasst sich mit der medialen und multimedialen Welt, regelt also die Rechtsbeziehungen zwischen den Akteuren, den Künstlern, den Schöpfern und den Nutzern der Werke. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Über ein Like von euch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss, bis dahin.